Ja, hi. Hi. Wie seid ihr zum Cosplay gekommen? Ja, also generell fängt das ja alles sehr, sehr früh an. Also mit 7 habe ich Sailor Moon entdeckt. Und deswegen sitze ich auch eigentlich hier, würde ich sagen. Ich habe angefangen zu zeichnen. Ich habe im Unterricht gezeichnet. Das ist eigentlich das, was wir so alle gemacht haben. Und dann entdeckt man halt seine kreative Ader und denkt, dass alles andere eben dagegen langweilig ist. Und dann versucht man halt dieser Welt irgendwie so nah wie möglich zu kommen, indem man halt diese Charaktere auch selber verkörpern kann. Und das ist eben sehr cool. Ja, durch sie habe ich es dann ein bisschen professioneller hingekriegt. Also wir haben halt zusammen vor 3 Jahren angefangen zu nähen. Und ja, die Ergebnisse können sich mittlerweile ganz gut sehen lassen. Es macht auch sehr viel Spaß, mit vielen Leuten zusammen eben so viel Spaß zu haben dann, ja, auf Kunst. Und für mich geht es zum Beispiel auch eher darum, wie man in der Gruppe dann zusammen halt eben dieses ganze Projekt macht, auch welches Material man nimmt. Also ich bin eher immer die, die dafür sorgt, dass die Kostüme alle auch korrekt sind. Also nicht, dass dann man für zum Beispiel in Yasha, dass man einfach nur einen Sack nimmt und den an den Enden offen lässt. Das finde ich ganz furchtbar. Also es sollte dann halt auch wirklich ein ordentlicher Schnitt sein, eine gute Qualität vom Stoff und kein Saturn zum Beispiel. Oh, ja. Ja. Und mein allererstes Kostüm war ein Gijinka von einem My Little Pony. Oh. Ich schäme mich jetzt auch nicht, das zu sagen. So. Ja, solltest du auch. Ja. Mein erstes Cosplay war Sailor Moon in der 4. Klasse. Meine Oma hat mir für 50 Mark noch dieses Kostüm aus der Zeitung noch gekauft. Oma, bitte! Wenn du gute Noten hast. Okay. Es war halt total all, meine Haare halt so, aber ich habe mich gefühlt wie Sailor Moon, total. Ja. Also sie sah aus wie Hermine, also ja. Man könnte euch Fotos zeigen, die ist komplett aus wie Hermine. Hermine Granger. Wie ist es mit der Zukunft? Was habt ihr euch da so vorgestellt? Wie es weitergeht und ob ihr so weitermacht und ob es da Events gibt, wo ihr schon vorher was geplant habt? Ja. Also jetzt möchtest du einfach nur wissen, was wir für nächstes Jahr geplant haben oder allgemein für die nächsten Jahre, was wir da für uns machen können? Also überhaupt, ob ihr auf jeden Fall weitermacht, dabei bleibt und neue Cosplays. Ich denke ja, auf jeden Fall. Ja, ja, immer. Also ihr hört mich auch. Nee. Nein, auf keinen Fall. Also nicht, wenn ich auch mal bin, dann mache ich halt Kaede von Inuyasha. Ja, ja, dann mache ich die von Howl's Castle. Ja. Kann man alle anpassen. Ja. Ist ja nicht so, dass das irgendwann vorbei ist oder so. Nee, also ich denke, dass ich... darf ich das sagen, was wir nächstes Jahr noch machen wollen? Ja, klar. Wir haben Illustrationen gefunden, ziemlich gut dazu, weiblichen Avengers, aber halt nicht so, dass die so sind, wir haben mega Ausschnitt und einfach nur Brüste, sondern wirklich zum Beispiel Iron Maiden hat dann wirklich einen kompletten Anzug. Oh. Und das, also ich bin halt so Kostümbauerin, ne? Ich finde sowas super geil. Das Problem ist, Iron Man ist mein Lieblingscharakter. Meine auch. Ich bin jetzt ein bisschen klein dafür und so eine ganze Rüstung ist extrem aufwendig, da werde ich wahrscheinlich nur den Arm machen und dann halt schon seine Kleidung, aber dann halt nicht extrem sexistisch aufgenommen. Sie wird Hawkeye machen, weil das Schöne war, sie hat sich die Inu angeguckt, sie hat den Film noch vorher nicht gesehen. Ja, wen findest du davon gut? Oh, der trägt Lila, den mache ich. Ja. Lila ist voll scheiße. Und wir haben auf jeden Fall Bruce Banner als weiblich auch und Captain America als Mädel. Das wird auch sehr schön. Oh, das wird das nächste große Projekt, da bin ich noch sehr gespannt. Oh ja. Ja, unser nächstes Projekt ist Inuyasha. Also jetzt ja noch dieses. Ja, genau. Ja, ja, ist aber ja auch jetzt bald. Also da müssen wir die Kostüme jetzt bis Ende Juli auch noch fertig kriegen. Und ja, das wird noch gut Arbeit, aber das kriegen wir auch. Ja, ja. Ja, und sonst, welche sind sonst eure Lieblingscharaktere, die ihr Cosplay habt? Juri! Liebe Super Street Fighter 4. Oh ja. Und Yuri Han ist einfach, ich habe mich so in die verliebt, ich habe das vorher nicht gespielt, immer nur zugeguckt und dann kam Yuri. Moment! Scheiße, kann man das cosplayen? Das war halt auch mein erstes professionelleres Kostüm, was ich dann auch selber gemacht habe. Das waren meine Lieblingskostüme. Also ich liebe Kams, das hier. Das ist eigentlich eher braun-weiß angelegt, also das ist auch mein eigenes Maskottchen genau. Aber ich liebe Hasen halt. Ja. Wie verbindet ihr Japan mit Cosplay? Holst du zuerst? Ja, natürlich kommt die Cosplay-Szene direkt aus Japan und halt anderen asiatischen Ländern. Und dadurch, ja, ich habe mich für die Kultur interessiert und für mich persönlich gehört Cosplay, kam erst viel, viel später, als man wirklich auch auf die Cons gegangen ist, weil ich war vorher noch nie auf Cons, weil ich dachte, oh nee, so teuer, was soll ich denn da? Ja, ich habe mich zuerst im Allgemeinen für die Kultur, für die Küche, für die Sprache interessiert.
Und dann kam halt auch irgendwie so Anime. Ja, wie gesagt, Pokémon haben total viele in unserem Alter damals gespielt. Also wir sind jetzt halt auch schon 23, 24 und damals war es halt total in. Und aber für mich standen nicht so krass diese Animes im Vordergrund, als ich Cosplay gemacht habe. Das war halt einfach nur dieses Kostüm machen sich selbst. Ja. Also das ist für mich was ganz anderes, weil ich vorher auch Theater gespielt habe, sehr viel. Oh. Und da konnte ich auch teilweise bei meiner Mutter in der Maske, also da, wo die Schminken gearbeitet haben, konnte ich halt auch recht viel mit aufnehmen und so. Und da für mich ist Cosplay halt dieses Kreieren und Design und Schneidern von den Kostümen. Und das ist halt, Manga-Figuren sind halt eher zufällig. Oder bei mir auch Spielfiguren, Silent Hill liebe ich total. Oder ganz oft habe ich auch schon gesehen, dass Buchfiguren genommen wurden. Oder das kann man eigentlich überall hernehmen. Ich habe, mein Freund hat Dr. Who gecosplayt, das ist ja zum Beispiel auch wieder eine britische Serie, also was ganz anderes, hat nichts mit Manga zu tun. Ja, den 10. total toll. Ja, ich denke, dass sich die Cosplay-Szene hier total anders verhält als in Japan. Weil, also ich denke, da ist Cosplay eher so entstanden, jeder trägt Schuluniform, es gibt keinen Individualismus, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und ja, die Leute wollten sich halt mal ein bisschen abheben und sind dann halt, also wollten jemand anders sein, sich verändern. Anders als die normale Gesellschaft sein, sind dann halt nachmittags los und haben sich halt getroffen. Und so ist halt die Szene dort entstanden. Vor allen Dingen so im Harajuku-Viertel kann man das ja sich angucken. Und hier ist es halt eher etwas anderes, würde ich jetzt mal sagen. Weil man schon individuell sein kann hier in Deutschland. Ich würde sagen, es ist eben eher diese Bastelsache, auch sich verändern Sache. Also für mich vor allen Dingen in verschiedene Rollen schlüpfen. Also ich, wenn ich nur ich selbst wäre, das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu langweilig. Deswegen schlüpfe ich halt gerne in viele interessante Persönlichkeiten und stelle die dann auch gerne so dar. Ja. Das ist für mich. Ja. Also trotzdem, dass es den Individualismus hier in Deutschland gibt, ist reizvoll zu cosplayen. Ja, auf jeden Fall. Eben dadurch, dass es trotzdem nicht so viele machen. Also es wird natürlich immer mehr, das kann man, das ist halt so. Aber also eben der Aspekt, dass man verschiedene Personen darstellen kann. Aber auch trotzdem ein Stück von sich selbst eben darstellt. Das ist eine coole Kombination und so kann man auch, glaube ich, an sich selber arbeiten. Von sich selber. Ja, viele Cosplayer haben mir auch schon gesagt, dass sie durch das Cosplay, dadurch, dass Fotos von ihnen gemacht wurden, sie wurden viel selbstbewusster. Also ein paar, die ich kenne, die waren halt vorher so traurig. Ja, das war mit mir auch so. Ja. Und das ist halt, dass man dann viel mehr sich auch mal ausbreitet, weil du trägst das für einen Tag. Danach kannst du sagen, okay, das habe ich jetzt abgeschlossen. Und wenn man jetzt zum Beispiel, ich sag mal, eine Schule oder so, wenn du dann auf einmal was trägst, was alle deine Mitschülerinnen aber total hässlich finden, dann lasst du das auf dir für ein paar Monate. Das ist zumindest unter Mädchen so. Und da kann man nicht einfach mal was ganz anderes tragen und das mal ausprobieren. Das ist genauso, warum manche Leute Schauspieler werden. Weil die dann einfach auch mal vielseitig sein möchten und nicht nur immer das Gleiche. Und die möchten dann vielleicht auch mal einen bösen Charakter spielen, obwohl sie nicht böse sind. Und das ist wirklich der gleiche Aspekt wie Schauspieler. Ja. Ja. Das heißt, es ist vor allem auch so Charakterzüge, die zum Beispiel Anime-Figuren verkörpern, die nicht so häufig vorkommen in der Gesellschaft, auch besonders reizvoll sind. Teilweise wird es auch übernommen. Also wenn ich lächle, dann sehe ich immer Jubel teilweise. Das ist echt strange, weil ich mir irgendwie so ein fieses Lachen teilweise angeeignet habe, was ich überhaupt nicht machen will. Aber ich habe es halt übernommen. Das ist cool. Ja. Klon. Ja. Vielen Dank für das Interview. Zum Abschluss noch ein Keck? Ja. Ein Keck zum Abschluss? Okay. Nur für dich? Sollen wir Händchen halten? Ja, dabei? Bitte. Eins, zwei, drei. Keck! Ah. War leider keine Fliege in der Mitte. Wir können doch den Creep für euch tanzen. Möchtet ihr das? Ja, gerne. Also, ja. Passt fertig? Auf euch auf. Ja. Nein. Wir finden es sehr schade, dass manche Cosplayer ein bisschen zu eitel sind und eingenommen. Natürlich kommt das, wenn man sich schick macht, dass man dann so, ich kann jetzt nicht in das Wasser gehen. Okay. Aber ihr müsst doch albern sein. Albern. Richtig. Hey. Böse. Macht irgendwas, was überhaupt nicht fotogen ist. Verstellt euch und dann nicht lacht so. Einfach darüber. Okay. Okay. Das möchten wir einmal euch vortanzen. Okay. And the arms T-Rexing, do the creep, ha! Do the creep, ha! Das war unser kleines Homage an die Group The Lonely Island. Könnt ihr euch super auf YouTube angucken mit dem Lied Creeper, oder? Oder Creep? Creep. Einfach Creep. Creep, ja. Creep. Da ist auch Nicki Minaj bei dir dann auch so
macht, den ist super auch toll. Ja, ja. Jetzt so eine Asi-Parme. Bye.